Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cologne Bike Lane. Ja, lange nicht da gewesen. Ihr könnt im Moment nur die Holiday on Bike Folgen bestaunen, weil wir einfach wenig Zeit haben, viel Arbeit. Ja, wir haben nicht, also wir haben schon Zeit, aber wir haben nicht zusammen Zeit. Das ist cool. Genau, das ist der Punkt. Ich habe Mittwoch, Donnerstag frei, eher Freitag, Samstag und so ein Shit. Richtig. Aber jetzt haben wir es mal wieder geschafft, zusammen auf Bike. So sieht's aus. Und das Wetter belohnt uns, ja. Genau, mit wunderschöner Sonne. Und blauem Himmel, ein paar Wölkchen, also Sturm, Sabine, wie er bei uns heißt. Sabbel ist an uns vorbeigezogen. Bei den Engländern heißt er Chiara. Wusstet ihr das? Ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das wusstet. Sturmtief eigentlich früher nur nach Frauen benannt worden sind. Aber das ist zu diskriminierend den Frauen gegenüber. Deswegen werden jetzt auch manchmal nach Männern benannt. Aber früher waren das nur Frauen, weißt du? Schlechtes nur Frauen. Fies, echt fies. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg in den Königsdorfer Forst. Vom Wanderparkplatz in Danzweilerhorst fahren wir dann ein paar Trails. Und dahin nehmen wir euch heute mit. Viel Spaß und bis gleich. In den Golfplatz heizen, so eine richtige fette Bremsspur. Nein. Ja, so, jetzt sind wir am Parkplatz oben in Danzweiler angekommen, die ersten Sturmschäden. Wir sind 2 Meter den Weg reingefahren. So sieht's aus. Also das fängt schon mal gut an. Hoffen wir, dass es nicht überall so aussieht. Weiter geht's. Ja, wir schlängeln uns hier so unseren Weg durch die Matschlöcher des Königsdorfer Forstes. Also es ist zum Teil echt unfahrbar. Ja, aber genau. Also es macht Spaß, unfahrbar, ja, aber weiter geht's. Das war cool. Geht der Fahrt. Okay. Yeah. Yo! Alles okay? Ja, war aber besser als das, glaube ich. Oh ja! Ist alles so ausgewaschen im Gegensatz zum Sommer. Rutschig, aber so nicht alle rutschig. Wow. Ja, Leute, das in der Tour darf natürlich eine Rampe nicht fehlen, weil wer runterfahren will, muss auch hochfahren. Deswegen sind wir jetzt auf dem Weg hoch Richtung Glessner Höhe und dann fahren wir da einen Trail runter, der steil und technisch ist. Ja. Yeah.
So. Boah, ist einfach zu rutschig, da ist mir das Vorderrad weggerutscht. Muss ich mal gucken. Ich hoffe. Habt ihr gesehen, Leute? Das waren Hirsche. Oder Rehe. Also ich glaube, männliche Rehe sind doch Hirsche. Ja, die hatten Geweih und so. Ja. Genau, wir sind jetzt hier oben auf dem Plateau. Auf dem zweithöchsten Plateau auf der Dessner Höhe. Und jetzt geht's für uns. Genau, eine Abfahrt haben wir hinter uns. Jetzt geht's in die nächste. Ja, und dann machen wir uns gleich auch schon wieder auf den Rückweg. Langsam bricht die Dunkelheit ein. Aber es war doch alles in allem mal wieder eine wunderschöne Tour. Ja, war eine super Tour. Einige Kilometer gerissen, viel Schweiß gelassen. Aber da hat mir sehr viel Spaß gehabt. Viel Schlamm im Gesicht gehabt. Überall eigentlich. Aber es ist immer wieder spaßig. Yeah, so sieht's aus. Später. Jo. Wow. Geil. Ja. Yeah. Wow. Das war schon tief aus und das ist sehr tief. Oh, das war geil. Das war gut. Bam. Yo, yo, yo. Nein, rechts, 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 runter, genau. Hier rechts, 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 rechts. Hallihallo, ja Leute, der Dreck in unseren Gesichtern spricht eigentlich mehr als 1000 Worte sagen können. Welcher Dreck, genau. Ja, es war eine wunderbare Tour zum Jahreseinstieg, wenn man so will. Ja, eigentlich nicht, ne? Ja, es war eine schöne Tour. Wir haben jetzt so wie viele Kilometer? 17, 20? Ja, irgendwie so mega Offroad, ihr habt ja gesehen. Wir haben fast nur Offroad. Wir haben zwar eine Hin- und Rückfahrt mit dabei, also wir sind jetzt schon auf der Rückfahrt, wie man sieht, auf dem Asphalt liegen. Und ja, dementsprechend fertig, aber es war eine nice Tour. Man wird vielleicht sehen, ich habe mich ein, zwei Mal hingelegt. Das Eis war nur eine Notbremsung, weil ich wollte nicht nochmal über ein Double rüberspringen. Aber ja, das war dann, da lag ich daneben. Da war auch ein netter Herr direkt unten vom Weg, hat hochgerufen, ob alles in Ordnung wäre und ja, war gut. Genau, in diesem Sinne, kommt nach Königsdorf, hier wird euch geholfen. Genau. Genau. In diesem Sinne, beenden wir jetzt das Video und wir hoffen natürlich, es hat euch dieses Mal wieder gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir sehen uns hier draußen. Ciao, ciao. Ciao. Ist was dazu sagen? Ja, ich muss mich beeilen. Ich weiß nicht, wie knausrig die. Ja, ich habe zur Not noch Euros dabei. Okay, ich habe nämlich nur 1 Euro gehabt, ansonsten nur 2 Euro. Dann mach ich gründlich. Immer von oben nach unten, ne? Ja. Am besten ist, man hat einen Partner dabei, der das dann drehen kann. Also ich habe nichts gegen Leo Kast, falls das mit reinkommt. Ich mag ihn sogar sehr gern. Was hast du da für eine Bremse druck da? Die Rose XT, 4 Folgen, Junge. Ja? Alter, wo hast denn die her? Die ist von René gekauft. Kennt man eigentlich schon meine? Ich glaube nicht, oder? Ich scheine jetzt eine MT5.